Juhu, Pokémon-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Alpha Saphir! In der letzten Folge von Let's Play Pokémon Alpha Saphir haben wir es in die nächste Stadt geschafft und konnten uns ein paar Pokebälle sichern, um endlich wieder Pokémon fangen zu können, ohne Angst zu haben, dass uns die Pokebälle dabei ausgehen. Und wir haben dann erfahren, dass Briggs Vater Professor Pokémon eiskalt entführt worden ist. Und das ist ziemlich dramatisch gerade gewesen, aber wir haben gerade... müssen erstmal Pokémon-Team heilen und dann geht das. Guten Morgen, willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wollen wir dein Pokémon-Team fit machen? Ja, mal wieder. The same procedure as every day. Besser Joy. Mag die verschiedenen Perspektiven. Ich finde, das sieht toll aus. Das können sie häufiger einbringen. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ey, du stehst an meinem PC. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du heißt Honey. Ich sehe dir an, dass du ein Trainer bist. Das heißt also, dass du auf das von mir entwickelte Pokémon-Lackerungssystem zugreifen willst. Woher ich das weiß, ich bin von vor dem PC und du hast mich angesprochen, weil du ihn benutzen willst. Das ist korrekt. Das ist nicht gerade höhere Mathematik. Ey. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanette. Es freut mich sehr, einen Trainer zu treffen, der das Pokémon-Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuch mich doch mal. Mein Haus befindet sich auf Route 114. Ich dachte, Richie oder wie der Typ oder der andere, der die Evolis hat, hat das erfunden. Ich dachte, das Lagerungssystem... In jeder Pokémon-Edition hat jemand anders ein Lagerungssystem integriert. Ist das dann jedes Mal ein anderes Lagerungssystem? Gut, es ist ja verbessert als das lame Lagerungssystem aus der blauen Region, muss man ja schon sagen, ne? Was machst du da mit deinem Köcher? Fängst du Spinnen? Aha, so erscheinen also mehr wilde Pokémon. Dann brauche ich das hier ja gar nicht mehr. Wieso probierst du es nicht mehr aus? Oh, nicht gut. Danke. Hallo, Opa. Auf den Feldern von Laubwechselfeld haben wir widerstandsfähige Bäume gepflanzt, die auch in Vulkanasche gedeihen. Aha, okay. Gut, wir sind jetzt hier mitten im Aschetal von Laubwechselfeld. Wenn wir jetzt Professor Pokémon retten sollen... ich überlege gerade, Blubello könnte wieder mehr Level vertragen als die anderen. Wo genau sollten wir uns jetzt eigentlich mal bei den Lavafeldern treffen? Irgendwas mit Aschefeldern hieß das. Briggs! Briggs? Sind das hier die Aschefelder? Ich weiß es nicht. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Briggs? Briggs! Das waren Wablus. Wablus. Da sind gerade Wablus über uns hinweggeflogen. Briggs. Wablus, Briggs, Briggs, Briggs. Wo ist Briggs? Er hat gesagt, wir treffen uns bei den Aschefeldern oder sowas. Oh, da kann ich nicht runterspringen. Das ist ungünstig. Nee, dann lassen wir das mal. Ja, ist gut. Ja, habe ich verstanden. Ich verstehe noch nicht genau, wo wir uns jetzt treffen wollten. Was ist das hier? Haus des Fossilienmaniacs. Alle seltenen Fossilien gehören mir. Das bestimmst aber nicht du. Was ist das hier? Okay, ich kann mich nichts mit anfangen. Was haben wir hier? Haus des Attackenmaniacs. Hier können Pokémon Attacken lernen. Achso, da braucht man, glaube ich, dann diese Herzschuppen. Oh, nein. Doch, ist hier ein wildes Pokémon. Naja, kein wildes, aber... Ah, oh, Meryl. Hier ist ein Krater. Irgendwas mit Kratern gesagt oder so. Ich hab's vergessen. Manu. Hier vielleicht?
Aber hier ist ja auch sonst nichts anderes. Schon wieder mitten in der Aschewolke. Oh, und mitten in einem wilden Pokémon. Oh, da ist es ja, das Pandir. Oh, ich finde die toll. Die sehen alle recht unterschiedlich aus. Sie haben verschiedene Zeichnungen. Na gut, dann muss jetzt Professor Pokémon noch ein klitzekleines bisschen warten. Denn wir werden erstmal ein Pandir fangen. Taumeltanz. Als ob das nicht ohnehin schon genügend verwirrt wäre durch das Rumgewabbel. Sag ich doch. Ich hab's nicht besser gemacht. Megasauger dürfte es jetzt nicht sofort platt machen, ne? Oder es wehrt einfach die Attacke ab. Das kannst du auch machen. Gar kein Problem. Das ist ja super knuffig, wie das hier rumläuft. Jetzt möchte ich fast ein Pandir im Team haben. Einfach, weil es so super ultra knuffig ist, wie das Pandir da rumwabbelt. Guck dich das an. Und auch wie das angreift, ist voll super knuffig. Ein super cooles Pokémon. Ich möchte dich aber jetzt mit deinem Pokéball fangen. Pandir, wie stark ist das eigentlich? Es hat keine Weiterentwicklung. Wird ein klassisches Normal-Pokémon sein. Na, bleibst du im Ball? Nein, bleibst du nicht? Okay, verflixt. Das hätte beinahe geklappt. So ganz so effektiv ist das auch nicht. Dann werde ich dich jetzt noch mit dem Schlafpuder ein bisschen ärgern. Was sagen? Wehe, du kommst mir hier an mit von wegen, du wehrst die Attacke ab. So wie du rumtaumelst, wehrst du hier gar nichts ab. Okay, Beutel, Ball, bitte benutzen und bitte drin bleiben. Immer. Mal gerade die Werte nach. Es kann ziemlich viele Attacken durch den Attackenlerner lernen. Ziemlich viele Attacken. Wow, Ableithieb, Aquawelle, Donnerschlag, Feuerschlag, Schockwelle. Es hat einen ziemlich hohen KP-Pool. Und ansonsten sind alle Statuswerte komplett gleichbleibend. Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative. Da entscheidet dann wirklich nur das Wesen. Das ist gar nicht mal so ein schlechtes Pokémon. Pandir, das Punkt-Panda-Pokémon, Typ Normal. Jedes Pandir trägt ein einzigartiges Fleckenmuster auf seiner Haut. Dieses Pokémon bewegt sich höchst seltsam. Es schwankt und stolpert, als wäre ihm schwindelig. Seine schlingenden Bewegungen verwirren seinen Gegner. Ja, und das sieht super knuffig. Oh Gott, ich bin hingefallen. Oh mein Gott. Oh Gott, ist das süß. Guck, wie das war. Oh, ich will ein Pandir im Team haben. Wen schmeißen wir für dich raus? Möchtest du zu Pandir einen Spitznamen geben? Nee, wir fangen uns erst ein ganz cooles. Wir fangen uns so ein cooles, voll überleveltes Pandir mit dem Pokémon-Radar. Haben wir das hier vielleicht zufällig? Lass ich das mal hier raus. So. Na komm, na. Normales, ist kein Problem. Ab und zu hat man ja die Chance oder das Glück, auf ein so overpowertes Viech zu treffen. Okay, das hat jetzt ein ganz anderes Muster. Los, Blobello. Zauberblatt sollte reichen. Gar nicht mal übel, dann bräuchten wir nur noch perfekte Werte irgendwie, was die... Gut, ich kann ihm ja je nachdem, was es für ein Wesen hat... Ach, ist das niedlich. Je nachdem, was es für ein Wesen hat, kann ich ihm ja auch einfach dann entsprechende Attacken beibringen. Und dann kann ihm beim Attackenlerner so viele Attacken beibringen. Und durch TMs lernt das auch so viel. Und es lernt durch Levelanstieg auch noch ganz coole Attacken. Psystrahl, Hypnose, Irrschlag, Aufruhr, Risikotackle, Fuchtler. Das ist cool. Aber ich gucke mich jetzt erstmal auf der Route um, ehe wir jetzt hier weiter Pandias fangen. Hallo, Sida. Die moderne Wissenschaft kennt keine Grenzen. Nehmen wir nur mal diese Vulkanasche als Beispiel. Aus ihr kann man Glas machen. Wahnsinn, oder? Ui, toll. Wobei, ist das schon praktisch, wenn man Glas daraus machen kann? Apropos, ui, toll. Diesmal gibt es etwas wirklich... Ui, toll! Ein neues Fanart. Ah, guck dich das an, das ist voll schön. Es ist immer noch so die Fanarts von dem Wettbewerb. Ich habe so viele, wir werden ewig noch Fanarts einblenden können. Bin ich das Let's Play vorbei, bevor ich alle einblenden konnte. Da haben wir meinen Mudkip und das Pucci.
Und da stehe ich in der Mitte. Total awesome. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Fanart. Und eure prinzipiell vielen, vielen Zusendungen. Eben auch gerade zum Wettbewerb. Haben so viele Leute mitgemacht. Sachen kaputt machen. Ja. Gehen wir erstmal in die Glaswerkstatt und gucken, was hier los ist. Fein und kuschelig. Hallo. Die Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Ich habe ein besonderes Talent. Ich mache aus Asche Glas und stelle daraus Items her. Ja, das ist für dich. Eine Aschetasche. Entschuldigung, aber klingt lustig. Läufst du mit dieser Aschetasche durch die Asche, fühlt sie sich automatisch damit. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir. Okay. Ich muss zum Arzt gehen. Ich mag mir irre Spaß, im Rhythmus mit dem Husten und Keuchen von meinem Papa in meiner Glasflöte zu tröten. Oh, das kann nicht gesund sein, was ihr hier macht. Das kann nicht gesund sein. Okay, dann füllen wir mal unsere Aschetasche. Geht dann die durchs Gras und füllt die auf damit, okay? Ich erinnere mich grob daran. Ich erinnere mich grob daran. Einsam dann. Los, Blubello. Ach, das ist großartig. Ich weiß nur noch nicht, welches Pokémon wir für Pandi rausschmeißen. Das ist so gemein, wenn ich rausschmeißen sage. Aber ich finde es so unglaublich niedlich. Ich möchte mal eine Zeit lang halt... Ich glaube, wir lassen Glutexo dann eine Weile auf der Bank, weil der überlevelt eh viel zu schnell und den können wir eh zu einem ein Pokémon, wie wir es brauchen, schnell hochleveln, würde ich sagen. Ne? Weil das geht eigentlich ganz schnell und ganz krass, den hochzuleveln, weil er halt einfach ein getauschtes Pokémon ist. Und so haben wir wenigstens halt kein getauschtes Pokémon dabei und ein bisschen ungewöhnliches Team, nicht so den Standard halt. Hey, willst du kämpfen? Ja, er will kämpfen. So ein Vulkanausbruch ist der eindeutige Beweis, die Erde lebt. Oder sie bebt. Sönke. Ein Stolunio. Und wenn wir schon von Feuer reden. Also wir müssen dann auf jeden Fall unserem Pandia Feuerattacken beibringen. Es braucht Feuerschlag. Und am besten noch Eishieb oder sowas. Weil Eis und Feuerattacken sind dann bei uns ein bisschen Mangelware. Ich glaube, das wird jetzt hier nicht sonderlich effektiv. Ach Mann, ich wünschte, man könnte mehr Pokémon im Team haben. Ja, ein Feuerschlag und Eishieb wären nicht übel. Vielleicht auch noch Donnerschlag. Wobei, dann hätte ich allerdings ganz gerne lieber irgend sowas wie Psychoklinge oder so. Aua. Bin ich gerade sehr effektiv getroffen? Während ich gerade darüber nachgedacht habe, wie ich mein Pandir trainiere? Ja? Kannst du nicht bringen. Seufz. Du zögerst das Unvermeidbare nur hinaus. Siehste? Hab ich doch gleich gesagt. Jawohl. Der levelt einfach so schnell. Unser kleiner Smaug. Lubello natürlich auch. Du bist irgendwie ganz schön stark. Na, was hast du dann erwartet, wenn du hier einen Trainer mit 6 Pokémon herumlaufen siehst? Du hast selber nur 1. Ich kann mir eine Geheimbase aufmachen. Ich möchte allerdings gerne die Trainer auch zum Trainieren nutzen. Huch! Aus der Asche ich mich erhebe nach einem Kampf. Ich strebe. Das ist unheimlich! Oh, das ist ja ein Ninja-Baby. Ninja-Baby Edward. Das ist ja süß. Solange er nicht im Sonnenlicht glitzert, ist ja alles in Ordnung. Ah, Smogmog. Los, mach das Smogmog platt. Nicht damit. Warte, du bist dran. Warte mal. Hau ihm mit einer Elektroattacke weg. Okay, den Warte-Witz werde ich auch nie wieder bringen. Wir könnten Pandia halt so viele Attacken beibringen. Ja, dann bring dich halt um, bitte. Aua. Das ist so eine dämliche Attacke. Smogmog. Smogon. Nee, Smogon. Ja, weiterkämpfen. Smogmog hätte ich mich jetzt ein bisschen gefürchtet, aber wenn sie dann noch ein Smogon ist. Auch wenn Smogon immer noch mit eins meiner Lieblings-Pokémon ist. Warum? Weil es einfach so unglaublich knuffig aussieht. Aber stinkt. Bam, bitch.
Baby meine ich natürlich. Hat sich das Ganze auch erledigt, haben wir wieder ein Level Up. Großartig. Noch ein Smogon. Haben wir dann irgendein anderes Pokémon, was vielleicht auf den Smogon mal draufhauen möchte? Nee. Passt schon. Und nochmal Elektroball. Elektroball. Bam. Oh, das sieht aber auch echt krass aus, die Attacke. Die ist richtig cool. Mag das, wenn das richtig auf dem Bildschirm wegrockt und fast schon laggt. Eine ehrenhafte Niederlage für ein Baby-Ninja. Du hast dich unter einem Aschehügel versteckt. Fühlst du dich jetzt gut? War so klar, dass ich nochmal in ein wildes Pokémon laufe. Es ist wieder ein Sandan. Was gibt's denn hier noch? Ach so, ja, es gibt noch diese das Stahlflügel-Pokémon-Dingsbums. Das gibt's hier noch. Das uns durch die Lappen gegangen ist, weil ich zu inkompetent dafür war. Das finden wir noch. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, ich werde wieder offscreen einfach so lange arbeiten, bis ich ein Pandir gefunden habe, wo ich sage, jo, damit könnten wir Spaß haben. Tipps für Trainer. Mit dem Y-Knopf erhältst du schnell Zugriff auf bis zu 4 im Voraus registrierten Basis-Items. Ja, das habe ich schon häufiger gemacht. Kann ich hier meine Öhrchen anziehen. Wetter. Okay. Ah, ich muss gleich niesen. Nein, nein. Ach, dieser Schnupfen in letzter Zeit, das nervt. Ich bin nicht erkältet oder sowas. Ich habe einfach nur ständig irgendwie Schnupfen. Das ist doof. Und jetzt hier? Ach, das ist wieder ein Sandan. Bleich dich an. Wo ist es denn? Das hole ich mir jetzt noch. Ubo-Dreher, nicht übel. Nicht übel, nicht übel. Wenn du schon da unten sitzt, dann musst du jetzt auch mit mir kämpfen. Sitzt da, wackelt laut im Gras und quiekt die ganze Zeit. Was hattest du denn erwartet, was passieren würde? Dass ich dran vorbeigehe oder so? Mal Sandan ist halt echt auch super süß. Ich hatte ein bisschen Pandir und Sandan im Team. Einfach weil ich Sandama total gerne mag. Ah, so ein ungewöhnliches Pokémon-Team wäre schon cool. Wenn ich jetzt noch stärker überlevelt wäre, dann hätte ich gesagt, ja, dann tausche mal viele Pokémon aus und leveln die wieder. Ah, ich weiß ja nicht. Das könnt auch ihr mal entscheiden. Warum ich nicht? War knapp. Könnt ihr auch mal entscheiden, ob wir vielleicht mal Pokémon austauschen sollen für eine Zeit lang, damit wir nicht in dieses Überlevelte reinrutschen. Und dann mit denen kämpfen. Genau das meine ich. Genau das Pokémon wollte ich. Hallo. Jetzt will ich deinen Namen wissen, den ich vergessen habe. Es ist mir fast leid. Panzer-Eron, genau. Panzer-Eron. Es lag mir auf der Zunge. Es ist ein Panzer-Eron. Ich wusste irgendwas mit Stahlpanzerung oder sonst irgendwie sowas. Taumeltanz. Mal erstmal gucken, ob wir es verwirren können. Panzer-Eron. Fand ich cool. Hatte ich immer teilweise in der Edition am Anfang dann dabei. Ja, so fühlt sich das an. Wir sollten kaum Schaden mit Zauberblatt machen. Vielleicht können wir ihm dann so sanft Lebenspunkte abziehen, ohne dass das hier ein Overkill wird. Ja, hau dich am besten selbst. Nein, das ist nicht selbsthauen. Böse. Na, wie wär's jetzt, ha? Was ist das denn jetzt? Hallo, hau dich mal selber. Kommt nicht ran mit den Flügeln, ne? Aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Na komm schon. Es ist im gelben Bereich, jetzt können wir es fangen. Jetzt haut es sich wahrscheinlich selbst. Nein. Ha! Attacke abgewehrt. Metallklaue ist nicht, Junge. Ja, dann können wir auch einen normalen Pokéball benutzen. Los, Pokéball! Flieg und Sieg! Nee, Moment, das ist eine andere Serie. Du bleibst da drin. Du bleibst da drin. Uga, tschakka, uga, tschakka, uga, uga. Ja! Die Power des Uga-Chaka wirkt immer noch, auch in dieser Edition. Habe mein Mojo nicht verloren. So, ein neuer Pokédex-Eintrag. Panzer-Eron. Panzer-Eron, das Flugstahl-Pokémon Typ Stahlflug. Wer hätte das gedacht? Panzer-Erons Stahlflügel bekommen in den vielen Kämpfen, die es austrägt, Risse und Beulen. Einmal im Jahr wachsen seine Flügel komplett nach und werden wiederhergestellt.
Oh, das muss doch aber schmerzhaft sein. Und vor allen Dingen kann es dann für die Zeit nicht fliegen. Das ist aber ganz schön kräftig, heftig. Das arme Pokémon. So, ich würde aber mal sagen, während ich jetzt hier weiter in der Asche herumlaufe und herumwirbel, bekommt ihr jetzt das Outro. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, Bewerten, für Likes, für das Teilen des Videos auf Twitter und Facebook und what the fuck happened gerade? Lol. Okay. Tschüss, I guess.